Da bin ich schon einmal. Also, ich wollte euch zeigen, was ich in aller Ruhe zeige. Ach so, jetzt habe ich die Sachen noch gar nicht hergeholt. Ich bin ja ein schlaues Kind, ey. Moment, ich muss erst hier mal das Ding auf die Seite räumen, weil hier bin ich jetzt gerade euer erstes Video am Hochladen. Ach, ich lege das mal da drauf. Ich hoffe jetzt, dass der Köderchen nicht da drüber flatschen tut. Ja, da bin ich. Ich habe jetzt gerade vorhin schon ein Video gemacht auf dem neuen Kanal. Auf dem, ja, auf dem neuen. Total Boris. Ja, da tue ich immer nur ganz kurz so zeige und hier zeige ich das ja dann genauer. Ne? Moment, ich muss jetzt erstmal alles dabei kramen. Ja. So, für euch hat das ja jetzt einen Augenblick gedauert. Ich zeige euch gerade schnell die große Sache, bevor ich die noch vergessen habe. Das ist der schöne Hut da. Der ist noch nagelneu, ne? Und den in weiß. Weil ich habe auch eben schon erklärt, ich muss, wenn die Sonne so scheint, habe ich mir jetzt in die Nase geguckt. Freunde der Nacht, so funktioniert das hier nicht, ey. Ja, sämtliche Öffnungen zu. So, dann habe ich noch die Kerzendingsbums da mitgeholt. Die Laterne. Ein Produkt der Werkstatt für oh, Behinderte. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. In Pocking. Ach, hör auf. Da siehst du mal. Ha? Dann hat es jetzt doch noch eine schöne Verwendung gefunden. Guck mal, wie schön. Also ich finde, das hat er so richtig schön gemacht, ne? So. Ja, das hat mal sich stimmt, das hat mal gut gefallen, also habe ich mit der Methode, ne? Weil ich bin ja so Laterne-Freak, ne? Also wenn ich eine schöne sehe, muss ich sagen, mit tolle. Anders, da funktioniert das nicht. Dann habe ich noch das da mitgeholt. Der ist schwer, ne? Der ist Kind vom Ikea, so, ne? In Pole. Ja, natürlich Ikea, wer sagt's dann? So, warte. Ne, der hat dann Schublade. Die lasse ich richtig gut drin und rausschieben. Also, es ist schwer. Es sind noch kleine Behälterchen drin. Und die kann man ja immer gut gebrauchen, ne? So, warte, ich stehe gerade ohnehin, dass man die schwere Sache schon mal weg kann, ne? Die sparische. Dann noch das Spiel Schlag den Raab. Und zwar original verschweißt, ne? So cool. Den hat auch wahrscheinlich jemand geschenkt gekriegt und hat keinen Bock drauf, ne? Also ich finde das da jetzt richtig toll, ne? Das kennt man echt. Cool. Da freue ich mich mal drauf, ne? Also ich spiele nicht gerne so Spiele, ne? Aber das sieht interessant aus, ne? Also habe ich mitgeholt. So. Und dann, jetzt machen wir hier den Rückwärtsgang, ne? Also fange ich von hinten nach vorne, ne? So ist es hart, ne? Also, was ich eben gezeigt habe, am Schluss, das zeige ich jetzt zuerst. Ja, also kriege ich nicht viel drin, ne? Außer vielleicht der Juwele. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Ort, ne? Wo man. Wo ich ja auf dem neuen Kanal immer die Karte davor gelesen habe, wo man den Zettel mit seinem Wunsch drinlegen kann. Zum Beispiel, ne? Weil die guck mal. Je. Sorry. Gruselt mich jetzt gerade ein bisschen. Das fand ich so toll. Oh mein Gott, ist das schön. Genau, so, warte, ich bin da hin. Hoffentlich fällt es mir jetzt nicht runter und ist kaputt. Das wäre natürlich nochmal der Obergau, ne? Das wäre nochmal so typisch für mich, ne? Dann habe ich die Regale da. Ne, so zum Hinhänger. Wo genau ich die installiere, das weiß ich noch nicht. Moment.
so, na, da noch so, so Kraut. Aber das scheint irgendwie nicht da dazugehört zu haben. Na, weil es erstmal grau ist und zweitens mal halt, ja, unförmiger ist wie die andere. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, kann man als Rahmen für irgendwas benutzen, wo ich mir nochmal in meinem Köpfchen irgendwelche Fantasie habe, ne? So, dann hat doch egal. Das ist dann eine Etage Gräser, also eine kleine bisschen Gräser. Und da noch eins. So. Habe ich jetzt die große Sache all oder vergesse ich nachher nochmal die Hälfte? Ich kenne mich schon, ne? Das ist ja nichts Neues bei mir, ne? So, dann haben wir hier noch das kleine Zerbrechlichkästchen. Da sind auch Spinnennetze und irgendwas anderes, was weiß ich nicht, was das ist. Lecker Schmecker. Und da ist ein Herz hier drin. Upsa. Ist das nicht toll? Ja, ne? Mein Gott, das hat bestimmt jemand geschenkt, Grit. Und jetzt so, ich es. Da hat aber auch der Schenkende nicht dran gedacht, dass ich irgendwann in die Klumpe kriege, ey. So, dann habe ich noch deine Dose, süße kleine Scheißersche. Da gehen die Flügel ein bisschen. Wackele. Ja, nimm mal, wie süß der ist. Da muss man auch sauber gemacht werden, ne? Der ist halt verstaubt. Aber ich finde den nicht toll. Ja, ich fand ein bisschen mit toll, wie immer, ne? Das Übliche halt. Man kennt er ja auswendig. Na, dann zeige ich euch noch gerade die Schwester von dem da. Ich fällt mir jetzt da oben nichts runter. Ihr habt ja jetzt unter der Rocke geguckt. Ich hab's genau gesehen, ey. Wie süß, oder? Ich habe ihn eben schon auf der Hand gehabt. Er wackelt. Iu. Ja. Wie ist das so süß, ne, wenn wir da stehen. So. Dann. Nach der eine ganz tolle. Jetzt sieht man es. Hier sieht man, glaube ich, die Farbe besser. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man das Video anguckt. Also wenn ich näher mal gucke, sehe ich ja erst. Ist der nicht toll? Guck mal, wie schön. Da war der Boden, der glitzert. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Der ist ja immer so was von schön. Das ist jetzt so farb, die gefällt mir immer so richtig gut, ne? Guckt euch das doch mal an, ha? Ist das nicht ein Traum? Meine Güte, der hat mich so mit, ne? Da haben noch ein paar in Rot, also normal gestanden. Aber der da, der, also den konnte ich jetzt echt nicht stehen lassen, ne? Mein Gott, ist der toll. Dann hier noch so Dingstüll, ne? Tüllband in Schwarz. Tja. Ihr wisst ja, ne? Man kann ja alles gebrauchen. Dann das da, das habe ich jetzt gerade vorhin, wie ich da hinten gestanden habe, noch ein bisschen auseinandergezogen. Luma, ist das nicht toll? So ein Band habe ich noch nie gesehen, ne? Ohne Schatz. Ich denke ja wohl, dass das davor gemacht ist, ne? Dass man das so auseinanderzieht. Das sieht ein bisschen aus wie Geschiss, ne? Aber man kann das ja dann. Ich bin jetzt dann der erste Stick da, ne? Wenn man das weiter. Guck mal. Ich finde das doch so beruhigend, ne, wenn man das so auseinanderzieht. Lummer. Das Wabeformen. Ist das nicht schön? Da kann ich jetzt stundenlang damit rumspielen, ne? Gott im Himmel, ne? Man darf ich dort nicht. Also wirklich, eigentlich müssen wir dort Parkverbot machen, ne? Dass ich dort nicht mehr Halt mache. Aber der ist noch schwer, ne? Guckt euch den schönen Kerl doch mal an. Ist der nicht toll? Mein Gott, bist du schön. Ich hatte den da stehen, der hat ihn zum Korb gelegt, glaube ich. Da hat ich von mich gedacht, ne Freundchen, du kommst mit, ey. Sie erst mal schenkt, nee, was brauchst du so scheiß Bilder? Oh, Moment, ich muss mal gerade gucken, ob Video und Video scheint, oh, sie sind. Ich muss mal gucken, ob es auch läuft.
Nicht, dass es nochmal steht. Oh Gott, das sieht nochmal übel aus. Ah, ne, es geht. Okay. Das andere Video ist schon over. Das ist ja mal schnell gegangen. Gut, dann auf deine Rahmen da, ne? So. Mensch, das spiegelt zu viel. So. Ne? Der scheint auch selber gemacht zu sein. Und hinten kann man eine Aufschraube vor was drin sind. Und da steht dann noch eine Widmung, sage ich jetzt mal, ne? Keine Ahnung, was das so bedeutet hat. Den fokussiere der Ochs da. Dann kann ich jetzt nicht so drauf rumtricken. Oder? Doch. Nee, funktioniert nicht. So. Genau. Dann den Stern da. Ja, der ist ja, sieht ja auch noch aus wie neu, ne? Da habe ich gerade ein Preisschild abgemacht. Der hat 9,99, habe ich gesagt 9,99 oder was? Auf dem anderen Kanal hier, da habe ich wieder gekostet. Der war vom, vom LKD, Entschuldigung. Oh, scheiße, ich bin so miet nochmal, ne? Das gibt's ja gar nicht. Naja, ich bin ja schon jetzt um 5 Uhr wach, ne? Ich will es nur mal gesagt haben, ne? Dass ihr denkt, die Alte ist im Beruf miet, ne? Da noch der eine da. Den kleinen Scheißerschitter. Weil Halloween ist ja jetzt, ne? Demnächst. Dann den hässlichen Frosch. Der hat irgendwo festgeklebt. Da hat denn schon einer mit Heißklebepistole festgemacht. Die Kinder Geschwister sind, ne? Bei der Geburt getrennt. Dann der hässliche kleine Knirps. Denne. Dann 5 Stück von Denne. Ih, was ist das da denn? Das ist ja wohl ein bisschen widerlicher da. Dann Denne. Wir haben jetzt eigentlich Herbst. Jetzt kann ich die eigentlich schon hinstellen, oder? Denne. Und Denne. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Komm her. Ich komme da gerade raus hier, kleine Satansbrote. So. Ne? Und du noch. Ach, die liebe Güte, was ist denn da passiert? Das ist ein bisschen widerlicher da. Moment mal gerade. So, jetzt kannst du weitergehen im Programm. Dann habe ich noch die 2 Pfannenwender mitgeholt. Den große, den kleine. Jo. Weil Plastikpfannenwender und übrigens, wollte ich euch mal noch sagen, ne, die, die Actionpanne, wo ich da gekauft habe im Angebot, ne, also die sind ja wohl der Overkracher, ne? Also für den Preis hätte ich da doch gewusst, ne? Da hätte ich noch ein paar mitgeholt, ne? Man weiß ja meistens nicht, ne? Ach, aber echt. So, dann habe ich meine Domina-Ausrüstung mitgebracht. Keine Ahnung, was das da ist. Das ist irgend so Teufelsanbieter-Dingen, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Falls ich da was Falsches sage, berichte ich mich gerne, ne? Weil ich bin hier nicht so firm in der Hinsicht, ne? Ich habe es eben schon umgelädt, so ich es noch eine Tour mache, damit ihr auch noch das Spessi hören, weil ihr guckt ja nicht alle gar mehr anderer Kanal. So. Jetzt kann's losgehen. Jetzt gehen wir auf das, auf die Dingsbums-Party gehen, ey. Ach du Scheiße. Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, da ist ja mal, ey, das ist ja mal Dingen, ey. Guck dir das mal an. Ich fand das doch sau interessant, ne? Das kann man auch gut an der Fasend anziehen, oder nicht? Habe ich mir gedacht, ne? Na gut, wenn ich schon mal denke, dann ist es natürlich, wie soll ich sagen, ne? So. Dann hier noch so kleine Tipps hier. Weil Tipp, so Tipps, ja, also so, wie nennt man sie, so Schüsselchen, ja. Die kann man immer gut gebrauchen, ne? Also ich zumindest, ne? Weil pff, die sind bei uns wie, die sind immer unterwegs. Dann habe ich das da mitgenommen. Da sind folgende Sachen drin. So was, das sind klar wahrscheinlich Servietteringe, ne?
Denke ich mal. Oder was anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es so aus. Dann hast du. Ach du liebe Güte, jetzt sehe ich erst, was das ist. Kennt ihr das da? Von Max und Moritz. Die zwei Hühner da. Also, das waren schon hässliche Bücher, ne? Die hat ja schon richtig ekelhafte Sachen dort drin gezeigt. Dann Ringe. Ach, wahrscheinlich Servietteringe. Kann das sein, dass die echt silber sind, weil die sind angelarvt? Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht. Aber die sind angelarvt. Und da. Und dann sind da lauter so kleine Scheißerchen drin. Guckt euch das mal an. Da hat sich scheinbar jemand die Mühe gemacht und Servietteringe selber gemacht. Ist das nicht toll? Ganz toll gemacht, ey. Ohne Scherz, ne? Und so Sachen, ne? Die gefällt mir dann richtig gut, ne? Weil, ja. Weil das ist sicherlich Handarbeit, ne? Weil sowas kriegt ja keine Maschine hin, ne? Und das, da ist ein Hort dran. Ach du Kacke, wie ekelhaft ist das dann, ey. Oh Herrgott. Die sind aber richtig toll, oder? Das sind ja Ahor dran. Sorry. Boah. So. Und der letzte. Sorry. Egal. Okay, irgendwas an Allergie, ey. So. Dann, da zeige ich euch zuerst, den Kind aus der Sachdor widmen. Warte. Ich habe auch mal die Nase fortgebildet. Das gibt ja auch nicht da. So, Lamp. Toll, ne? Ja, hat mir gut gefallen. Hat natürlich ein bisschen mit. Hat ansonsten, ne? Ja, so aufhören, mir in die Nase rein zu gucken. Ist nicht schön. Das ist mal nichts, was ihn interessiere, Kind. So, dann haben wir hier die schöne Kiste. Und dann immer, wenn man so Kiste da sieht, ne? Da kann man sich fast sicher sein, dass Schmuck drin ist, ne? So, ich zeige es euch jetzt da rein, ne? Ist zum Beispiel das Armbändchen da drin. Naja, ne? So was. So was. Dann haben wir ein Schwarz. Dann in der Farbe. Also, da hat jemand auf die Bench doch gestanden. Ey. Dann dieses schöne hässliche Teilchen. Aber die Perlchen als einzelne, die sehen mit Sicherheit so schön aus. Und guck mal da. Ist das nicht schön? Wow. Ja, Mensch. Siehst du? Dann so was. Ach Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ach je, was ist das da dann? Ach, guck mal, wie süß. Was soll das da jetzt darstellen? Fettes Armband oder was ist das? Fußkettchen? Oh ne, das ist bestimmt ein Teil von irgendwas. Oh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so was, ne? Jetzt tun wir hier nicht lange rumrätseln, was das gewesen ist, Kind. So, haben wir noch eine Kette.
Ah, das ist halt, glaube ich, der andere Teil von dem Ding, oder? Ich glaube. Ja, ich glaube, das ist der andere Teil. Warte. Sobald ich das losgeentwirrt habe, ich lasse bei deinen Dinger dort die Sache, ne? Dass dann immer alles verwirrt ist, wie ich. Ja, naja, komm. Och, du liebe Güte. So, das ist also schon mal die Kette, ne? Ach, guck mal, da, die sind so changierend. Sehen das? Naja. So, warte, lange richtig seid. Ach, du Gott. Ja, das ist dann jetzt hier noch so ganz eine Putsche mit Zeug, keine Ahnung. Ich hab da jetzt auch so eine Krise, so. Seht ihr das? Achso, das gibt's ja mal in Bildhalle, ne? Das ist dann so was. Jesus Gott im Himmel. Wer kauft sich zur Kette jetzt nur anschafft jetzt, ne? Ich versuche. Huch! Moment, Schatz, gleich. 300 Stunden später. Ich finde das immer so witzig, ne, wenn manche von SpongeBob dann, ne, dann so in Blende so 200 Jahre später und so, ne. Ich finde das so witzig, ne. Aber ich kann das hier nicht, wenn ich. Das ist ein Ding, Krähe, ne? Also können wir es auch nicht machen, so einfach ist das. Oh, sag mal. Also, bis ich das da auseinander habe, ne? Da steht es immer mal hier noch da, ne? Und das will wirklich keiner. Ich zeige euch jetzt nochmal so, warte mal, ich schraube jetzt alles da raus, was da dran gehängt hat. Na, ihr könnt ungefähr sehen, was das darstellen soll. Ne? Guck mal, da die einzelnen. Oh! Ach, das ist ein Ketteband, guck mal. Eine Ketteband, so. Da ist schon mal oben drauf. Dann haben wir noch dort diese wunderschöne Kette. Die ist ja wohl so wunderschön, ne? Das wunderschöner ja schon bei gar nicht mehr geht. Mein Gott, ey, ich habe noch nie so Perle gesehen, ne? Ach, guck mal da. Ach, wie toll. Meine Güte, ey. Ach, was ist das da dann? Achso, ein elastisches Armband. Ein elastisches Armband. Noch eine elastische Armband. Und wieder ein elastisches Armband. Gefolgt von einem elastischen Armband. Oh, das da ist schön, ne? Das da gefällt mir jetzt ja auch mal richtig gut. Das da muss ich aber erstmal waschen, bevor ich das anziehe. Das ist, weil das da kann nicht abfärben. Ich hatte so ein schönes Armband, wo Anna Stahler bei, auch bei dem Gerümpelchen da gefunden. Ne, aber das wird halt schwarz, ne? Und da ist nichts dran, was schwarz gehen kann, ne? Also mein Arm wird dann schwarz, ne? Das lege ich mal auf die Seite. Oh, komm, ey. Da hin. So. Dann. Das da, unglaublich hässliche Teil. Das da ist jetzt schöner, ne? Die Peitsche da sind toll. Dann, was ist das da? Ist das da so ein Magnetband? Kann das sein? Steht da drauf? Moment, ich guck mal gerade. Oh ja, das Magnet. Das muss ich ja sauber machen, dann ziehe ich das direkt mal an. Ne? Da ziehen wir mal schön ein Magnetarmband an. Ne? Wie sich das gehört, dass hier mal der Organismus in Schwung kommt. Lege ich mal gerade da hin. Ach, da hin, okay. Die lege ich da hin. Dann haben wir noch sowas Tolles. Ne? Falls man als Zuhälter hin irgendwo
Kugelwolle, ne? Ach ja, dann hast du da tolle Dinge. Ach, wie toll. Oh, wie schön. Da kriege ich schon die Krätze vom Anfang, ne? Weil dazu. Guckt euch das doch mal an. Also ich gucke mir die Sache immer nicht als Ganzes an. Ne? Ich gucke mir immer die Perle an. Ne? Weil die Bänder, die Kette und so an sich, ich weiß jetzt nicht. Ne? Also ich persönlich würde sowas nicht anziehen. Ne? Ich sowieso nicht. Verstehe, mit dem Sport-BH und zerfetzte Clara, verstehe, ziehe ich ganz sicher sowas nicht an. Ne? Aber ich gucke immer nur deine Perle-Dinger. Ne? Und das ist so interessant für mich. Ne? Weil, mein Gott, ne, wenn du außergewöhnliche Perle und so Zeug kaufen willst, ne, dann kostet das auch dementsprechend, weil es einfach außergewöhnlich ist, ne. Dann nochmal sowas und sowas. Das da gefällt mir jetzt ja auch nochmal richtig gut, ne. Genau, das. Dann zu dem schönen Armband auch die passende Kette dazu, die aber auch schon kaputt ist. Wie sind denn die da drauf gewurschtelt? Ah, da habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, ne? Weil eigentlich, ja, sind die gefädelt, ne? Jetzt muss ich aufpassen, dass man nicht aufgeht. Wenn ich ja so ein Spezialist auf dem Gebiet bin, ne? Wenn mir alles kaputt geht, dann das da. So. Ja, haben wir jetzt mal geguckt, ne? Katastrophe, ja. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gepackt. Also da sind jetzt auch schöne, so wie gesagt, Perle so drin, ne? Ich weiß auch nicht, ey. Ich schaff mir auch mit, ey. Wer zieht dann sowas an? Das ist doch bestimmt eine ältere Frau gewesen, oder? Oder? Oder man kann sagen, ganz junge wahrscheinlich, ne? Zu den zwei, ich weiß gar nicht, oder? Keine Ahnung, ey. Genau. So. Jetzt haben wir es hinaus. Oder ihr habt es jetzt hinaus auch mit mir. Machen wir mal zu. Ich glaube, da drin hätte ich auch gerufen. In meine Schmuckkaste. Für besondere alles. Ihr glaubt mir das noch, ne? Ich kann mir das gut vorstellen. Ja gut, mir ist ja alles zuzutrauen, ne? Gut. Ich wünsche euch jetzt noch das übliche. Genau. Und ich gelobe Besserung, was Bastelvideos angeht, ne? Gut. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Bleibe gesund, pass auf euch auf, ne? Und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.